Ein wirklich sehr, sehr guter Freund hat mich gefragt, was kann ich mir für ein Elektroauto holen, wenn ich immer mal längere Strecken fahre, kein unendliches Budget habe und es soll kein Tesla sein. Und meine Antwort war ziemlich schnell, das hier oder die Schwestermodelle. Und wir schauen uns jetzt mal an, ob das wirklich eine gute Idee wäre. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Car Ranger mit einem aktuellen Genesis GV60 Sport All-Wheel Drive. Also dem Basismodell. Und wir gucken uns das Auto mal von außen an, von innen, schauen uns die Technik an, fahren eine Runde und am Ende gibt es einen Score für den GV60. Und wie immer führen wir euch so ein bisschen durch die Veränderung des Automobils. Und ich lade euch herzlich ein, dabei zu sein, von den ersten Autos bis zu dem ganz modernen. Also abonniert, bleibt dran. Und wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt, geht doch mal in den Shop und kauft gute Produkte zu fairen Preisen, wie dieses tolle muschelfarbene Hemd. Und damit sind wir auch schon beim Thema Design. Und ich lade euch ein, zu meinen Augen zu werden. Das ist da also ein GV60, in dem Fall in Capri Blue. Und der GV60 ist 2021 vorgestellt worden. 2022 wurde dann offiziell in Deutschland verkauft, ist erhältlich. Und das hier ist schon das neueste Facelift-Modelljahrgang 23. Das erkennt man an ein, zwei Kleinigkeiten, die ich euch mal zeige. Grundsätzlich bin ich niemand, der ganz oft behauptet, naja, das Auto wirkt auf Bildern und Videos nicht, das sieht in Natura viel besser aus. Weil wenn ich das glauben würde, würde ich ja keine Videos machen. Aber bei dem Auto ist es wirklich so. Also auf Bildern dachte ich mir immer, ah, GV60 ist eigentlich der Genesis, der mir am wenigsten gefällt. Auch wenn er natürlich trotzdem wie die anderen diesen Crest Grille hat, nur halt viel flach gedrückter und breiter wirkend. Er hat natürlich auch die Quad-LEDs, also jeweils diese zwei Streifen auf jeder Seite und prominent vorne das Genesis. Sogar, aber ich dachte, der fällt so ein bisschen ab. Oh, der Lack, sehr schön. Aber in Natura muss ich sagen, der ist. Gefällt mir deutlich besser, als ich dachte. Und das liegt auch an dem Farbzusammenspiel. Das heißt, wir haben jetzt dieses schöne Capri-Blau, also ein Dunkelblau-Metallic, was abends im künstlichen Licht auch so einen leichten lila Schimmer bekommt. Aber das wirkt auch gut zusammen hier mit diesen Beplankungen. So, wenn wir uns die mal ein bisschen genauer anschauen, die sind halt so silber, haben auch einen relativ schönen Metallic-Effekt drin, sind matt von der Oberfläche und fühlen sich gut an. Das ist natürlich Kunststoff, kein Metall oder ähnliches, aber das sieht gut aus. Ich kann Schwarz-Hochglanz da einfach nicht mehr sehen. Und dieses Zusammenspiel aus Silber und Dunkelblau sieht schon gut aus. Dazu passen natürlich auch die Felgen und in dem Fall, das ist eine Option für 33 Euro, die man sich wahrscheinlich gut mal gönnen kann, sind diese kupferfarbenen Bremssättel. Und ich muss sagen, das Farbspiel ist gelungen, zumal man ja auch schon sieht, innen haben wir dann eine helle Ausstattung. Gut, das gefällt mir. Was man bei vielen Autos schon gesehen hat, es geht aufgrund der Farbe vielleicht ein bisschen unter jetzt hier, ist eine schwarze A-Säule, um dieses schwebende Dach zu bekommen. Hier hat man es halt aufs nächste Level gebracht, indem man sagt, man hat hier oben diese silberne Leiste und führt die über die A-Säule auch an der Windschutzscheibe lang. Das ist dann ganz cool, du hast das normale Glas quasi, dann kommt der Blaukeil und über dem Blaukeil kommt noch dieser abgesetzte Chromakzent. Und da wird dieses schwebende Dach halt noch betont, dadurch, dass nicht nur die A-Säule schwarz ist, sondern du auch noch diesen silbernen Streifen mit hast. Interessant grundsätzlich von den Maßen her ist halt, dass man gesagt hat, okay, GV60 ist natürlich ein Schwestermodell vom EV6 und vom Ioniq 5, aber er ist kürzer. Das heißt, wenn man sich mal anschaut, das sind nur 4,51 Meter. Das sind also mal eben so 17 Zentimeter ungefähr weniger als ein EV6 hat, obwohl es ja eine Plattform ist. Dadurch natürlich sehr, sehr kleine Überhänge vorn und hinten. Eine Besonderheit, die wir hier sehen, und wie gesagt, wir waren ja schon beim Thema aktuelles Modell, ja, sehen wir hier. Was ist das denn? Das ist eine Infrarotkamera. Und das ist tatsächlich dann das erste Auto weltweit, wo man gesagt hat, es reicht, wenn ich jetzt hier ankomme, mein Gesicht davor halte und in dem Moment das Auto öffnen kann. Und zusätzlich, das fährt in Ruhe mal vorbei, hier, oh, blinkt doch schon schön vor sich hin, auf, zumindest auf dem Kamerabild, in Natura sieht es einfach nur blau aus, haben wir einen Fingerabdruckscanner. Das heißt, ich kann das Auto mit meinem Gesicht öffnen und mit dem Finger dann starten. Und das ist halt eine Kombination, die ich so erstmalig bekomme. Das heißt, den Schlüssel kann ich zu Hause lassen. Apropos Schlüssel, ist aber auch eine lustige Geschichte. Um das System anzulernen, braucht man beide Schlüssel. Das heißt, ich habe ausnahmsweise beide. Und man könnte jetzt sagen, es gibt den Schlüssel für sie und ihn. Das heißt, meine Frau hätte bei sich in ihrer Handtasche, wo immer untergeht, diesen Schlüssel hier. So, das heißt, auch da hat man diesen Crest-Look. An der Seite natürlich. Ah, kriegt es die Kamera scharf. So, auf zu und so weiter. Und auch die Möglichkeiten vor zurückzufahren. Das heißt, wenn ich jetzt hier, Moment, das Auto muss zu sein, einmal das Auto zumache, einmal da drücke und dann noch fahren will. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich gerade drücke. Fährt das Auto weg.
Geht natürlich auch in die andere Richtung, wenn ich jetzt sage, da wollten wir doch eigentlich gar nicht hin. So. Aber das heißt, das ist schon mal der eine Schlüssel. Und mit den gleichen Funktionen gibt es das auch noch in Weiß. Das heißt, man bekommt zwei Schlüssel dazu, einen weißen und einen schwarzen, an sich identisch, nur halt in den beiden Farben. Finde ich persönlich cool, dass man sich da entscheiden kann, welchen der beiden Schlüssel man wirklich benutzen will. Aber erstes Auto weltweit, wo ich den Schlüssel einfach dann zu Hause lasse, auch nicht mein Smartphone bräuchte. Smartphone-Schlüssel gibt es auch. Es gibt einen Digital Key und ich kann dieses Face Connect benutzen. Muss ich aber nicht. Also ich zum Beispiel habe es versucht anzulernen, aber mein Gesicht hat ihm anscheinend nicht gefallen und deswegen habe ich einen Schlüssel benutzt. Ganz interessant ist dann, wie gesagt, es gibt von vorne diese Chromleiste, die kommt und die macht dann hier einmal dieses V. Da könnte man jetzt natürlich interpretieren, dass es ja ein GV60 ist. G natürlich für Genesis und V für die Vielseitigkeit, die er hier irgendwo mit dabei hat. Das Thema mit dem, ja, ich sag mal, metall-silbernen Element läuft natürlich einmal komplett rundum. Und auch wenn man von hinten schaut, sieht er sehr stämmig aus. Aber klar, bei 1,89 m Breite ist das auch irgendwo angemessen. Interessant finde ich auch hier die Situation rund um die Rückfahrkamera. Das heißt, man hat sie ganz hier oben mit an diesem Dachkantenspoiler, unter dem wohlgemerkt auch Glas ist. Also ihr seht, wir können gerade unter dem Spoiler durchschauen. Da hat man sich also nicht vor den Produktionskosten gescheut, da auch noch Glas zu haben. Die Kamera also sehr weit oben und ihr seht es wahrscheinlich eine Einblendung, die ich nachts mal kurz gefilmt habe. Wie bei allen Genesis-Modellen kriege ich diese Hilfslinien bei Nacht auf den Boden projiziert. Das ist eine coole Sache, weil es ja auch eigentlich wenig Aufwand ist. Und wenn man dann mal von hinten schaut, wäre jetzt die Frage, okay, wo da oben ist eigentlich der Blinker? Der Blinker ist aber nicht da oben. Das heißt, ich werde euch jetzt mal kurz das Auto auf und zu machen. Dann seht ihr richtig, der Blinker ist nur da ganz unten mit dabei und nicht irgendwo weit oben. Der Kofferraumöffner ist dann verhältnismäßig tief. Da muss man einmal hier runter so. Und dann erwarten einen 432 Liter oder bis zu 1550, wenn man umklappt. Zum Umklappen habe ich jetzt hier hinten aber keine Taste oder ähnliches. Das heißt, ich muss einmal wirklich nach vorne gehen und dann an der Seite vom Sitz. Wir sind ja ein interaktives Format, das kriegt ihr auch gleich gezeigt. So, das hat einmal hier damit. Komm, hier auf Auto. So, kommt mir der Türgriff nämlich entgegen. Habe ich hier einen Hebel an der Seite. So. Damit kriege ich das Ganze dann einmal umgelegt. So. Auch hier oben das Rollo sehr, sehr leicht rauszunehmen. Einmal seitlich drücken und dann hat man es schon in der Hand. Und es gibt drei Anrasspositionen dafür. Dann wäre es über 1500 Liter mit dabei. Jetzt fragt sich der ein oder andere vielleicht, was hast du denn hier noch für Zeug dabei? Beziehungsweise was gibt es hier drunter? Also hier gibt es noch Ablagemöglichkeiten. Und eigentlich ganz clever. Ich habe hier extra so eine Lasche, wenn man es nicht voll mit Zeug gestellt hat, dass ich auch einfach nur so eine Seite öffnen kann. Das ist also echt ganz cool gemacht. Oder auch dieser Ladekantenschutz. Das sind diese hochwertigen Elemente, für die ich Genesis so mag. Es gibt auch noch eine 12-Volt-Dose mit 180 Watt. Und das ist auch zum Beispiel geil. Dieses Crest-Thema, was man im Grill hat, auf dem Schlüssel und so weiter, hat man zum Beispiel auch hier hinten bei den Beleuchtungselementen. Ich meine, das ist eine Kleinigkeit, kostet aber Produktion ein paar Cent mehr. Aber das zeigt halt, dass man dieses Attention to Detail hat, was irgendwie Freude macht. Jetzt fragt ihr euch, was ist das eigentlich für ein Gerät und warum liegt hier noch ein Ladekabel? Das ist der Stromkasten, mit dem Sie immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten. Ja, gerne, aber warum liegt hier überhaupt Strom? Also, ich habe schon mal versucht, ein Elektroauto mit einer Powerbank zu laden. Das hat nicht funktioniert und alle haben mich ausgelacht. Ich habe nicht die richtige Powerbank. Ich habe jetzt eine All Powers S1500. Und wie ihr schon seht, 1500 Watt steht hier. Das heißt, es wird jetzt wieder einen Short geben und ich werde nochmal probieren, mit einer Powerbank ein Auto zu laden. Da liegt das Original Genesis-Kabel. Hier ist meine All Powers S1500. In die passt 1 Kilowatt ungefähr an Leistung rein und sie gibt konstant 1500 Watt ab. Man kann natürlich auch hier an der Seite irgendwas mit USB machen, man kann auch Solarpanels anschließen, man kann auch eine 12-Volt-Dose vom Auto haben oder man kann sie normal in der Steckdose so 2, 3 Stunden wieder vollladen. Und damit versuchen wir, das Auto zu betreiben. Das ist der Grund, warum wir die Powerbank hier haben. Wenn ihr auch sowas haben wollt, wir haben einen Link unten reingepackt. Für Camping und Co. natürlich praktisch, weil du hast einen Griff, kannst die umhertragen, das sind 11 Kilo, das geht also, du hast 1 Kilowatt dabei. Und die coolste Funktion für mich ist eigentlich, hier ist ein kleines Display. Das heißt, da sieht man dann auch, wie lange das noch hält und so weiter. Aber das Coole ist eigentlich, ich habe jetzt hier mal so ein Tablet liegen, wenn man das reinstöpselt, sieht man hier, mit wie viel Watt da geladen wird. Das würde zum Beispiel sagen, scheint aber nicht sehr viel zu sein. 4 Watt, das ist ziemlich lame. Und dann, wenn ich ein anderes Kabel reinstecke, sehe ich,
Scheint ein besseres Kabel zu sein, denn jetzt 14, 31 und so weiter. Und ich habe zum Teil, was weiß ich, in meinen Laptop bis zu 40, bis zu 40 schon, bis zu 90 Watt über ein USB-Kabel rein. Und jetzt sehen wir hier, 21 Stunden könnten wir noch so weiterladen. Aber kein Strom verbrauchen. Wir wollen ja gucken, ob das Ding ein Auto betreiben kann. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das haben wir also später heute noch vor. Wo geht der Strom eigentlich rein? Hier die Ladeklappe. Und wir waren eben beim Thema Genesis und Attention to Detail. Wie öffnet die jetzt? Mit wie viel Eleganz kann denn eine Ladeklappe bitte öffnen und schließen? Also das macht einfach Spaß bei den Genesis-Modellen, dass man so dieses kleine bisschen mehr Gedanken einfach drin hat. So, das heißt, man könnte jetzt mit dem Gesicht aufmachen oder wie wir mit dem Schlüssel, wird von einer Genesis-Einstiegsleiste empfangen und dann schwingen wir uns doch einfach mal rein. So, das heißt hier, wer jetzt sagt, Mensch, 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 wir sind aber schon wieder ganz schön viele Tiere draufgegangen. Nein, nein, also das ist die Kunstlederausstattung. Und das sieht gut aus, hat auch diese schöne Kombination mit dem Stoff. Viel Recyclingmaterialien, gute Haptik. Ich bin ja normalerweise ein großer Lederverfechter, bräuchte ich in dem Auto aber gar nicht unbedingt. Das fühlt sich auch so schon echt gut an. Dazu passend das schneeweiße Lenkrad. Ich weiß jetzt nicht, ob das für den Alltag das Beste ist, aber es sieht natürlich wunderschön zum Zeigen aus. Auch hier die ganzen Tasten auf dem Lenkrad hat eine sehr gute optische und haptische Wirkung, inklusive der Wippen hier hinten. Also das fühlt sich alles massiv an. Drive Mode hier. Es könnte hier noch eine Boost-Taste geben, wenn man das Sport Plus Modell hat. Haben wir aber nicht. Was wir dann auch nicht haben, wir haben ganz konventionelle Spiegel. Es gibt auch digitale Außenspiegel. Das heißt, dann hätten wir hier ein Display. Ich zeige euch jetzt mal ein Bild davon. Das ist auch schon eine ziemlich coole Geschichte. Aber ich finde es ganz gut eigentlich, dass wir mal ein Auto haben. Das ist quasi so ziemlich, bis auf ein Technikpaket, die Basisausstattung von dem GV60. Und dann sehen wir halt sowas wie, ich habe also belüftete, beheizte Sitze, beheiztes Lenkrad, das Kamerasystem, was zum Technikpaket gehört. Und das hier, was ist denn das? Und dann habe ich diese Sphäre. Und das heißt, in dem Moment, wenn ich sagen will, okay, ich starte das Auto, also ihr seht, ich drücke einfach mal drauf, dreht sich unser Glas und wir haben dann hier die Möglichkeit zu sagen, ich fahre vorwärts, ich fahre rückwärts und so weiter. Beim Rückwärtsfahren hier halt die Kamera und da habe ich halt auch diese Möglichkeiten, die Rundumsicht, um das Auto zu betrachten, zu gucken, liegt da hinten noch mein Zeug, alles klar. Also das ist schon sehr hochwertig, was die Kamera angeht. Und in dem Moment, wenn ich fertig bin, kriegen wir wieder unsere Glassphäre, die entweder in der Farbe der Interieurbeleuchtung leuchtet oder in Rot. Also ich versuche hier ein Bild davon zu zeigen. Aber grundsätzlich, wenn man sich hier mal so die Details anschaut von der Verarbeitung oder auch hier von den geriffelten Rädern für die Lautstärke oder einfach nur um den Sender zu wechseln, das ist das, was bei dem Auto Freude macht. Dahinter kann induktiv geladen werden und da unten ist ein Kabel drin. Warum ist da ein Kabel drin? Weil Apple CarPlay, Android Auto mit Kabel funktioniert. Immer noch kein Wireless, das ist ein bisschen schade. Dafür wieder gut das Thema Design. Das heißt, wir haben hier liegend dieses, ich nenne es heute mal Zäpfchen, und dann haben wir noch eins, und zwar da unten. Dann haben wir noch eins, und zwar Lüftungsdüse oder auch hier die Verstellung. Das heißt, man hat diese einzelnen Designthemen, oder sei es auch hier einfach nur der Öffner von meinem Handschuh-Schubladenelement. Das ist kein Fach, sondern es ist eine Schublade. Das hat man halt wieder sehr, sehr konsequent durchgezogen. Oder auch zu sagen, Moment, du hast den Türöffner und ja, okay, da drüben sieht es aus wie ein Lautsprecher. Hier ist es halt die Spiegelverstellung, da wir keine digitalen haben. Das ist immer alles sehr gleichmäßig durchgezogen und macht Freude. Sitzmemory gibt es dann hier davor. Auch da wieder, also das ist gut. Also das macht Freude, ohne dass es halt jetzt eine sündhaft teure Zusatzausstattung oder irgendwie sowas gewesen ist, wie das hier aussieht. Also auch zum Beispiel, dass hier die Nähte weitergehen und ähnliches, das macht Spaß. Ich kann von hinten bzw. von der Fahrerposition dann auch den Sitz verstellen, wenn ich möchte. Solche Optionen gibt es und dann, damit ihr nicht über Kopf seid, seht ihr jetzt hoffentlich hier die Sitzverstellung. Das heißt, es gibt sowas wie Lordosen. Ich kann aber auch allgemein die Breite von meinem Sitz oder die Weite einstellen, habe die Grundmöglichkeiten und auch hier Ergo Motion, also ein Massagesitz eigentlich, der Sitzfläche und auch den Rücken macht. Das ist ganz gut. Wenn wir schon beim Thema Crest sind, egal ob es hier das Gitter ist oder die Leuchten sind, also ich glaube, ihr versteht langsam, dass die das bei Genesis ernst nehmen. Und das ist auch so ein Grund, warum ich diese Autos immer gerne empfehle, weil die bauen halt Autos mit Liebe. Ich habe zumindest das Gefühl, ich
hoffe, Sie machen es wirklich. Gucken wir uns doch mal das Kombi-Instrument so eine Sekunde an. Das heißt, in dem Moment werden wir das Auto jetzt einmal anmachen. So, das heißt, wir kriegen jetzt auf der linken Seite angezeigt, wie schnell wir sind, beziehungsweise ob wir rekuperieren. Wir werden es dann beim Fahren sehen. Jetzt tagsüber, das ist aber eine holzige Note. Gestern Abend hat es eine mondartige Note. In der Mitte so ein bisschen die Fahrassistenz. Wir sehen den Horizont, dem wir entgegenfahren. Und was ich auf der rechten Seite sehe, kann ich hier über diesen Touch-Taster einstellen. Das heißt, wenn ich einmal drauf tippe, sehe ich dann unten die einzelnen Punkte und ich kann mir auch meine Wettervorhersage oder irgendwie Nachrichten oder sowas anschauen. Ich kann auch sehen, was gerade ich für Medien wiedergebe in Kombination mit CarPlay. Das seht ihr jetzt wahrscheinlich mal eine Sekunde. Ich würde aber auch meine Route sehen können oder auch einfach sowas wie meine Antriebskraftverteilung, weil wir haben ja ein Allradmodell. Das heißt, ich kann dann wirklich sehen, wo geht denn gerade die Kraft hin. Das macht Spaß. Es gibt auch alle möglichen Sounds zum Einstellen und so weiter, aber wichtig ist hier halt 12,3 Zoll nochmal, gesteuert über das Rädchen oder mit Touch. Es gibt wie immer diesen schönen Homescreen, den man bekommt. CarPlay und Co. sieht, dass die Auflösung und die Größe vom Display ist wirklich ganz hervorragend. Die Geschwindigkeit auch, ist glaube ich eine Nvidia-Basis, auf die man hier zurückgegriffen hat. Dass es nicht wireless geht, ist ein bisschen schade. Was auch ganz cool ist, gibt diese 3D-Einstellungen. Das heißt, wenn ich mich nicht durch Menüs suchen will, gehe ich einfach hier auf die 3D-Darstellung von meinem Auto in meiner Farbe, weil ich es natürlich so eingestellt habe, und kann mich dann entscheiden, ja Moment, es geht mir also um Innenraum. So, und dann schwenken wir hier, boah, in den Innenraum, der auch zufälligerweise die gleichen Farben hat wie das Auto, in dem wir drin sind. Dann kann ich sagen, okay, mir geht es jetzt um, keine Ahnung, das Kombi-Instrument zum Beispiel. Und dann bin ich in den Einstellungen vom Kombi-Instrument drin. Hier ist übrigens diese holzige Note, von der ich eben gesprochen habe. Also das ist cool. Klima bedient halt vielleicht noch eine Sekunde. Also hier wirklich so simpel, wie es nur sein kann, warm, kalt. Hier das Thema Luftreinigungsmodus. Ich lasse jetzt meine Luft reinigen, kann man an- ausschalten. Ich sehe die Qualität drüber und Driver Only, um ein bisschen Energie zu sparen. Gut, das ist schon ganz schön viel. Und ich würde sagen, wir gehen mal eine Sekunde nach hinten. Ablagen vielleicht noch kurz. Das heißt, ich habe hier unten eine Ablage. Ich habe hier, schwer zu erreichen, noch ein Netz, was drunter ist. Ich habe hier oben die Getränkehalter. Ich kann hier noch aufmachen. Also es gibt wirklich ganz viel, um Dinge unterzubringen. In den Türen passen auch die meisten Flaschen rein. Das ist echt eine gute Sache, wenn man Dinge unterbringen will. Und gefällt mir persönlich. So, dann machen wir einmal aus. Kriege ich auch eine Abschiedsanimation? Den Sitz habe ich zurückgeklappt. Auch hier natürlich alles schneeweiß. Jo, und dann dafür, dass er kürzer ist und nur noch ein 4,51 Meter Auto, das ist gutes Platzangebot. Auch, dass ich hier so durchfüßeln kann in einem Allradauto. Ja, das ist halt das Thema E-Auto und die Vorteile, die sind. Oder auch, dass ich dieses riesige Staufach habe. Und Achtung, jetzt kommt's. Ich kann eigentlich bis vorne durch. Also ihr seht da vorne, wie mein Kabel durchhängt. Das heißt, ich kann von vorne und hinten eigentlich auf das gleiche Fach zugreifen. Habe hier auch nochmal USB-C, also viermal insgesamt im Innenraum. Habe hier noch Fächer, habe hier Getränkehalter, die auch wirklich wie Getränkehalter aussehen. Auch hier diese Türtafel kann zusätzlich mich noch gegen Sonnenlicht schützen. Also das macht einfach was her, muss ich sagen. Mit dem Hebel an der Seite kann ich mir natürlich auch die Neigung jetzt von meiner Rückbank einstellen, ob ich sie sehr liegend oder sehr aufrecht haben möchte. Und am ehesten ist halt das Thema, ob ich Schneeweiß haben will. Und auch zum Beispiel Isofix hat man ja oft so Plastikführungen, um besser reinzukommen. Ihr seht jetzt hier schon so eine leichte Welle im Kunstleder. Warum? Weil ich das natürlich ausgiebig ausprobiert habe. Und da was reinzufädeln, ist ein bisschen schwieriger. Aber sagen wir so, wenn man Kindersitz einmal drin hat, hat man hier natürlich unendlich viel Raum mit dafür. So, kommen wir mal zur Technik. Weil ich weiß, wir sind schon ganz schön lange unterwegs. Aber es gibt bei so einem Genesis einfach viel zu viel zu erleben. Und um ehrlich zu sein, ich habe hier vorne noch nicht eine einzige Sekunde reingeschaut. Es soll einen 20 Liter großen Frunk geben mit Haubenlüftern. Ole, ole. Das heißt, hier vorne steht dann einmal groß Genesis. So, und dann, das sind unsere 20 Liter mit einem kleinen Netz. Und wir sehen, da ist die Batterieabdeckung, um zu unserer 12 Volt Batterie, ihr seht sie da, hinzukommen und das Auto im Zweifelsfall überbrücken zu können. Ist wirklich ein schöner Farbton auch hier innen. Gut, also, was haben wir denn hier an Technik? Wir haben, ich habe gesagt, das Standardmodell. In Deutschland gibt es nur den Allrad. Es gibt nicht die reine Hinterradantriebsvariante. Das bedeutet, wir haben an der Vorderachse 100 PS
und an der Hinterachse 218. Macht eine Systemleistung von 318 PS und 605 Newtonmeter, Leergewicht 2170 Kilo, wovon knappe 490 Kilo allein auf die Batterie gehen, die 77,6 Kilowattstunden Kapazität hat. Damit kommt man laut WLTP 470 Kilometer. Ich muss sagen, also realistisch, du fährst zu 350, 400 Kilometer, musst dann wieder laden. Der Vorteil beim Laden ist halt aber, maximale Ladegeschwindigkeit 240 kW DC, AC 11 kW. Und diese Smart 40 sind halt richtig geil. Das heißt, du kannst von 10 auf 80% in einer guten Viertelstunde kommen. Und wenn du, sagen wir mal so, alle 300 Kilometer eine Pause machst für 20 Minuten und dann weiterfährst, damit kann ich leben. Das ist der Grund, warum ich sage, diese Plattform, egal ob es jetzt ein IONIQ 5 ist oder ob es ein EV6 ist oder ob es ein GV60 ist, die ist gut mit der 800 Volt Technik und den 240 kW maximaler Ladeleistung. Das macht richtig Spaß. Wer mehr will, es gibt ja noch einen Sport Plus. Der hat dann 435 PS standardmäßig oder im Boost 490. Wenn ihr sehen wollt, wie sowas fährt, guckt mal bei dem GV70 Electrified Video vorbei. Wobei das Fahrwerk hier besser damit umgehen kann. Das bedeutet, der Motor von der Hinterachse mit 218 PS ist dann auch an der Vorderachse. Und diese 2x 218 PS ergeben dann die 435 Systemleistung. Deswegen also zur Erklärung, der Motor, den ich hier hinten habe, könnte ich auch an der Vorderachse bekommen. Der hat jetzt halt an der Vorderachse einfach die etwas schwächere Variante. Ja, damit kommt er trotzdem in 5,5 Sekunden von 0 auf 100, was mehr als zügig genug ist. Bei 200 wird er abgeregelt, WLTP-Verbrauch 18,8. Und über den Verbrrauch reden wir gleich beim Fahren eine Sekunde, aber das ist für mich das Argument für das Auto überhaupt. Ja, ist aber die gleiche, wie gesagt, globale, modulare Plattform, die man auch im Konzern sonst so verwendet. Es ist halt der von den Details und dem Innenraum schönste Abkömmling. Und ich muss auch sagen, außen, wie gesagt, besser als gedacht. Und bevor es jetzt zu viel wird, ich will euch beim Fahren nämlich noch ganz viel erzählen, springen wir rein. Also, kommen wir wieder zuerst mal zu ein bisschen grundsätzlichen E-Auto-Fahren und dann zum GV60 fahren. Keine Sorge, alle, die sagen, ah, E-Auto, ihr werdet belohnt, wir holen gerade einen Karmann Ghia ein. Von daher können wir uns dann den anschauen. Auf jeden Fall, das Ding fährt einfach gut, weil all die Vorteile von einem E-Auto, die es gerade gibt, zusammenbringt. Und ich weiß, dass manche von euch echt Probleme haben mit Laden und E-Autos und Batterien und überhaupt und sowieso. Aber wir sind hier gerade beim reinen Fahren. Und das ist einfach, was das Ansprechverhalten angeht. Weil du nie irgendwo einen Gang suchen musst, dein Automatikgetriebe nie einen Gang suchen musst, du nie eine gewisse Drehzahl finden musst, ist das einfach besser. Oder jetzt einfach zu sagen, ich ziehe an der linken Wippe für volle Rekuperation, dann fahre ich durch diese Kurve hier, ohne vorher zu bremsen, durch. Kann danach aufs Gas und bin ich sehr schnell. So schnell, dass wir gleich den Karmann Ghia eingefangen haben. Und das kriegst du mit keinem Verbrenner. Und das sage ich als Großsaugerfahrer. Der von euch, der den größeren Sauger fährt, möge jetzt den ersten Stein werfen. Aber was das reine Fahren angeht, ist das einfach richtig gut. Ja, ich würde jetzt noch gerne im Auto vor uns sitzen, aber nicht, weil es gut fährt, sondern weil es cool ist. Aber das hier fährt einfach richtig gut. Das heißt, ich kann auch jetzt hier rechts im Display auch noch sehen, ob gerade Energie zurückgewonnen wird oder wenn ich Energie verteile, an welches Rad das denn gerade geht. Und das sind so die kleinen, netten Dinge, die irgendwo dann halt den Spaß ausmachen. Das heißt, doch hier die Kurve, das Auto wiegt ja eigentlich 2,2, 2,3 Tonnen, überhaupt kein Problem. Und wenn ich jetzt dann doch überholen will, gehe ich einmal kurz auf Sport und bin weg. Also die Kurvengeschwindigkeiten hier sind echt abenteuerlich. Das Schlimme ist bei dem Auto, du traust es dir zu. Das Auto gibt dir eine sehr gute Sicherheit dazu. Regelt natürlich hier und da, regelt aber verhältnismäßig feinfühlig. Also du kannst mit dem Ding echt, echt schnell fahren. Das ist gut. Du kannst auch deswegen schnell fahren, weil du dir weniger Sorgen um das Thema Verbrauch machst. Weil das ist so gerade unsere Standardrunde, die habt ihr wahrscheinlich in dem einen oder anderen Einblick schon gesehen. Und
wenn ich das jetzt, ich bin diese Runde auch mal, zwar nicht vor der Kamera, aber so für mich mit dem Enya Coupé RS gefahren. Das heißt, ähnliche Leistung, ähnliche Fahrzeuggröße, ähnliches Gewicht. Egal in welcher Fahrsituation verbraucht er 20% mehr als dieser Genesis. Das heißt, selbst auf einer flotten Runde, hier bin ich so bei um die 20 Kilowattstunden. Das heißt, diese 18,8 Werksangabe, die schaffst du auf jeden Fall. Natürlich, wenn du immer Autobahn hohe Geschwindigkeiten hast, auch dann wirst du, was weiß ich, bei 23, 24 irgendwie sowas sein. Auch das Auto hat mal eine 24 als Dauerspeicher drinstehen, weil wahrscheinlich jemand Autobahn längere Zeit hohe Geschwindigkeit gefahren ist. Aber mit diesen Geschwindigkeit wechseln, das heißt, wie viel rekuperiere ich und wie setzt sich meine Reichweite, wenn es dann funktioniert, das Ding echt gut. Ich meine, steht bei mir seit Laden eine 19,3 drauf. Und das ist für mich unglaublich wenig, weil ich eigentlich halt nicht dieses rücksichtsvolle E-Fahren so mache, wie man es machen könnte. Wohlwissend macht er das halt einfach gut. So, das heißt, ihr seht da jetzt rechts vielleicht die Antriebsverteilung. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit ein bisschen Last, ich gebe dem Caddy kurz Vorsprung, abbiege. Okay, sind einfach alle Balken voll. Und man fährt 100. Also das macht halt einfach Spaß, dieses Ding. Das heißt, er verbirgt sein Gewicht auch verhältnismäßig gut. Du kriegst nicht so viel davon mit, dass er diese 2,2 Tonnen wiegt. Der schwere, der niedrige Schwerpunkt hilft ihm da wirklich. Was uns auch hilft, ist dieses kleine Glaselement hinten in der Scheibe, weil wir definitiv dadurch eine deutlich bessere Rundumsicht bekommen als ohne. Also das ist auch ja, sein Geld wert, obwohl es kein extra... Wenn einem das jetzt nicht genug Sound ist, auch da lade ich euch ein, in das GV70 Electrified Video zu schauen, kann man auch hier wieder verschiedene Sounds einstellen. Ich habe jetzt gerade ganz bewusst einfach alle Sounds ausgestaltet und dann hat man hier seine Ruhe einfach. So, also jetzt hier zum Beispiel typische Haarnadelkurve, schlechter Untergrund, sehr eng. Und da steuert hier so ein kleines bisschen, dann gehst du drauf und... Braucht aus meiner Sicht nicht mehr. Ich brauche auch keinen Driftmodus, keinen Boostmodus, kein irgendwas. Das ist genau die Leistung, die du im Alltag brauchst. Wenn du auch schon eine leichte sportliche Ambition hast, alles was mehr ist, macht eigentlich keinen Sinn, irgendwie in dem Auto zu haben. Dann fände ich es eher cool, noch die digitalen Spiegel zu haben, weil ich persönlich ein Freund von solchen kleinen Gimmicks bin. Aber die Mehrleistung bräuchte ich persönlich jetzt nicht. Was wir beim GV70 Electrified hatten, war das Thema, wie er sich raushebt und dass es fast schon anstrengend ist, ein bisschen zu beschleunigen. So, jetzt stehen wir mal. Untergrund vor uns wirklich schlecht. Fuß runter. Also der macht das deutlich, deutlich besser als der GV70. Du hast nicht dieses Rausheben, er ist deutlich sportlicher abgestimmt. Der kriegt die Leistung auf die Straße. Mehr Leistung bräuchte ich jetzt gar nicht unbedingt. Aber das, also wie der hier durchrollt, er liegt unglaublich satt, dieses Auto. Und alle, die gegen E-Auto fahren und Covas sagen, probiert das mal aus. Der fährt auch besser als die serienmäßigen Teslas aus meiner Sicht. Deswegen ist das hier die Tesla-Alternative, weil hohe Ladegeschwindigkeit, gute Reichweite, niedriger Verbrauch, liegt satt auf der Straße und kostet nicht über 100.000 Euro. Ich weiß, jetzt könnte man sagen, wieso sagt er seine Reichweite gerade nur noch 142 Kilometer bei 48%? Ja. Das ist ein bisschen der Nutzung geschuldet. Ja, das ist nicht jetzt super, super viel, aber das Ding macht Spaß beim Fahren und ist einfach leise. Weil das, was du normalerweise machst, ist hier auf Komfort. Der Sitz wird in dem Moment wieder ein bisschen weiter. Du hast dein Highway Driving Assistant, dein HDA und der kümmert sich auf der Autobahn für dich um alles. Du hast deine Ruhe. Und wenn dann irgendjemand ins Auto einsteigt, freut er sich einfach nur, dass sich hier dieser kleine Glas... diese kleine Glaskugel einfach am Drehen ist und du kannst da ein bisschen Orakel von Bottrop spielen. Und das finde ich cool. Und deswegen würde ich sagen, wir fassen mal zusammen, was das bringt oder nicht. Ah ja, kurze Reichweite-Update noch. Ja, das mit der Powerbank hat funktioniert. Bringt dann wahrscheinlich so 5 Kilometer. Beruhigende News. Ich glaube, ich habe auf die Eingangsfrage von einem sehr guten Freund, was er sich denn kaufen soll, die richtige Antwort gegeben. Denn so ein Genesis GV60 kann man mit ruhigem Gewissen fahren. Warum? Weil du weit genug kommst und schnell genug lädst, moderne Technik hast, das Auto gut fährt, ohne dass es übertriebenst teuer ist. Ich weiß, wir reden hier von viel Geld. Man muss aber auch so ein bisschen zum Beispiel das Genesis-Konzept mit dazu bedenken, dass sie sagen, 5 Jahre ist alles inklusive.
Das heißt jetzt nicht nur, dass du 5 Jahre Garantie hast, sondern auch die Wartungsleistung. Und das Auto wird ja von dir geholt, dir zurückgebracht, du hast einen Ersatzwagen in der Zeit. 5 Jahre lang, für alles. Das ist schon eine ziemlich coole Nummer, was dann den Unterhalt angeht. Und du kriegst ja auch mehr als bei den Schwestermodellen. Und bei fast allen anderen modernen Autos beschwere ich mich über Materialien und Verarbeitung im Innenraum. Hier nicht. Und das sind doch mal irgendwo gute News. Und das Auto sieht in Natura wirklich besser als auf Bildern aus. Schaut es euch mal an. Also, lasst jemanden von Genesis kommen, der es euch zeigt. Im Hintergrund übrigens lädt das Auto gerade von der Powerbank, also mit der Allpower S1500 kann man laden. Ihr hattet also recht, man braucht nur eine Powerbank, die gut genug ist. Für 5 Kilometer, die das Auto dann wahrscheinlich damit bekommt. Naja, aber wir kommen zum Car Range Score, den ihr jetzt auf der Seite seht. Das heißt, bei der Anschaffung, der Preis ist sehr fair aus meiner Sicht. Natürlich ist das jetzt kein 40.000 oder 50.000 Euro E-Auto, sondern halt ein 60.000 plus. Und bei Genesis kann man auch nicht ganz so viel verhandeln, aber du kriegst halt sehr viel dafür. Es ist in Deutschland halt immer mindestens, also das hier ist das Mindeste, was man bekommt. Beim Unterhalt ziehe ich ihm nur einen Punkt für Reifendimensionen und Co. ab, die irgendwann mal ein bisschen teurer werden. Aber an sich 5 Jahre all-inclusive und der Verbrauch viel niedriger als bei allem, was wir so bis jetzt im Vergleich hatten. Das ist gut. Das macht Spaß. Platzangebot auch sehr gut. Wenn man bedenkt, der ist deutlich kürzer als ein IONIQ 500 EV6. Ähnlich viel Platz. Am ehesten halt beim Kofferraum hinten ein bisschen was weg. Aber sagen wir es mal so, das ist halt der Preis für Design, den man irgendwo hat. Fahrkomfort auch super. Und man kann das aber noch erweitern. Es gibt ja sogar noch ein Fahrwerk, das sich auf die Situation einstellt und die Straße vor einem scannt. Das würde da natürlich noch helfen. Oder das Bang & Olufsen Soundsystem, was auch Active Noise Cancelling macht. Also man kann das Ganze auch noch so ein kleines bisschen mit auf die Spitze treiben. Wiederverkauf, die Genesis Restwerte sehen bis jetzt sehr, sehr gut aus. Wird sich natürlich in den nächsten Jahren noch zeigen. Macht aber auf jeden Fall 38. Willkommen zum Herz. Ja, also ich finde ihn wieder deutlich hübscher als auf den ganzen Bildern und es ist ein schönes Auto, vor allem in der Farbkombination. Fahrspaß, das Ding macht einfach Spaß. Also spult zurück zum Fahren, dann werdet ihr sehen, dass es richtig Spaß macht. Ausstattung, es ist wirklich alles drin. Ja, mein Head-Up-Display hat keine Augmented Reality, könnte ich jetzt sagen. Panoramadach kann ich zusätzlich bestellen. Wie gesagt, Noise Cancelling, all sowas ist ja mit drin. Viel mehr geht einfach nicht. Noch dazu ist er halt einfach schön leise die ganze Zeit. Und leise ist halt das, was man beim Sound irgendwo haben will. Und zu guter Letzt das Image. Und da muss ich sagen, geht es für Genesis eigentlich gut vorwärts, weil sie sich ja hier und da halt klug platzieren, damit es gut vorwärts geht. Und damit sind das nochmal 38, er ist also gleichermaßen für Kopf und Herz gut und 76 Punkte, was genauso viel wie ein EV6 ist. Und das ist echt viel, aber diese Autos sind auch gut. Ich weiß, es bleibt die Grundsatzfrage von dem E-Auto, wie woher kommt denn mein Strom? Ich kann zu Hause nicht laden. Wie wurden die Batterien hergestellt? Ich weiß, das sind alles Fragen, mit denen man sich beschäftigen muss, was jetzt hier den Rahmen aber sprengen würde. Fakt ist, dieses Auto fährt super gut, ist fair vom Pricing, hat einen hochwertigen Innenraum. Und macht mir Spaß und deswegen habe ich da eine gute Empfehlung abgegeben. Ich würde auch sagen, wenn ich die Möglichkeit hätte, das als Alltagsauto zu fahren, würde ich es ohne zu zögern sofort tun. Und ich glaube, das ist eine ehrliche Meinung, die ich mal so rausgebe. Würde ich mir am ehesten noch ein Wireless CarPlay, aber dafür gibt es Adapter und sowas, irgendwie organisieren. Auf jeden Fall 76, ich bin auf eure Meinung zum GV60 gespannt. Ich lasse die Powerbank noch ein bisschen arbeiten. Wenn ich dann wieder von ihr wegkomme, sehen wir uns in der nächsten Folge oder im Car Ranger Shop. Euch bis dahin immer gute Fahrt und ciao.